Dann rufe ich auf, meine Damen und Herren, den Punkt 51, Beschlussempfehlung der Ausschüsse Petitionen. Hier gibt es auf Wunsch der SPD Mitteilung, dass wir getrennt abstimmen, 2952 aus 19. Wer der Beschlussempfehlung 2952 aus 19 seine Zustimmung gibt, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, FDP. Wer ist dagegen? Keine. Wer enthält sich? SPD. Was macht DIE LINKE? Was macht ihr? Zugestimmt. Gut. Dann ist dies mit dieser Mehrheit beschlossen. Und jetzt müssen wir noch die übrigen Beschlussempfehlungen 19, 48, 98 insgesamt. Wer ist dafür? CDU, SPD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, FDP, Fraktion DIE LINKE und die Frau Kollegin Öztürk. Dann also der Rest einstimmig. Jetzt kommen wir noch zu den Beschlussempfehlungen. Die Berichterstattung wird jeweils verzichtet. Punkt 41. Das ist Beschlussempfehlung zum Entschließungsantrag der Fraktion CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, 1949-03 zu 1945-32. Wer stimmt zu? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? SPD, Fraktion DIE LINKE und die Frau Kollegin Öztürk. Wer enthält sich? FDP, damit so beschlossen. 42, Antrag der Fraktion der SPD, 1949-04. Zu 1946-58. Wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? SPD, FDP, DIE LINKE und die Frau Kollegin Öztürk. So beschlossen. Dann haben wir 43. Entschließungsantrag der Fraktion CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, 1949-05 zu 1947-02. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, FDP. Wer ist dagegen? SPD, DIE LINKE und die Frau Kollegin Öztürk, so beschlossen. 44, Antrag der Fraktion DIE LINKE, 1949-06 zu 1948-18. Wer stimmt zu? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, FDP. Wer ist dagegen? Fraktion DIE LINKE und die Frau Kollegin Öztürk. Wer enthält sich? Die SPD, dann so beschlossen. 45, Antrag der Fraktion CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, 1949-07 zu 1948-71. Wer stimmt zu? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, FDP. Wer ist dagegen? Die SPD, DIE LINKE und die Frau Kollegin Öztürk. So beschlossen. Jetzt haben wir den Punkt 46. Ja, zum Punkt 46. Ich habe hier schon den Wunsch, dass absatzweise abgestimmt wird. War das das? Ich denke mit, fertig. Ja, gut. Also, 46, ja, das ist auch Aufgabe des Präsidenten, für die Abgeordneten mitzudenken, das ist doch klar. 46, Beschlussempfehlung und Bericht an der Fraktion der SPD. Und jetzt ist darum gebeten worden, dass wir die einzelnen Absätze abstimmen. Es sind 9 Absätze. Im Antrag waren es 9. A, B und C, das ist natürlich klar. Wer stimmt A zu? Schlussempfehlung, Punkt A. Nein, der Antrag hat 9. Ich bitte doch auch bei der Hitze ein bisschen zuzuhören. 3a, wer stimmt zu? Das war die CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Die SPD, die FDP. Wer enthält sich? Fraktion DIE LINKE. Dann ist B. Wer stimmt zu? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? SPD, Fraktion DIE LINKE. Wer enthält sich? FDP. Und dann haben wir C. Wer stimmt zu? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Die SPD. Wer enthält sich? FDP und die Fraktion DIE LINKE. So beschlossen. Dann 47. Entschließungsantrag der Fraktion CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, 1949-09 zu 1948-57. Wer stimmt zu? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Die SPD, die FDP, die Fraktion DIE LINKE. Enthaltungen gibt es keine. Dann so beschlossen. 48, Antrag der Fraktion der Kollege 48, getrennte A und B. Gut. Dann Abstimmung, Antrag der Fraktion der FDP, 1949-10 zu 1948-24. A. Wer stimmt A zu?
CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und DIE LINKE. Wer ist dagegen? SPD und FDP. So beschlossen. Wer stimmt B zu? CDU, SPD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, DIE LINKE. Wer enthält sich? Wer ist dagegen? FDP. Wer enthält sich? Bitte. Ich habe es nicht verstanden. Dagegen, die FDP dagegen, enthalten tut sich keine. Dann langt es auch. 49, Dringlicher Entschließungsantrag, Fraktion der CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, 19/49/11 zu 19/48/66. Können wir in einem Durchgang abstimmen? Wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Die SPD, die FDP und die Fraktion DIE LINKE. Dann so beschlossen. Meine Damen und Herren, wir sind am Ende der heutigen Sitzung. Ich darf mich bei Ihnen herzlich bedanken. Morgen früh, wer kommen möchte, ab 9 Uhr geht es weiter. Sie sind herzlich eingeladen. Die Sitzung ist geschlossen.